wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute der liebe Tobi. Was Hallo! Aua, Junge, bist du Achtung, Tobi? Achtung. Tobi, Alter, eskalier ja, mal bitte nicht so rum. Leute, wir sind hier gerade noch in L.A., wie ihr sehen könnt. Wir sind gerade in unserem Airbnb und wir dachten, es wäre einfach mal angebracht, eventuell noch ein wenig Empire aufzunehmen. Das tun wir jetzt auch mal, denn wir haben noch einiges vor, Leute. Wir müssen nämlich noch einige Sachen uns überlegen, die wir hier gemeinsam quasi erwirken können. Es gibt noch eine Menge. Tobi, geht's dir gut? Alles in Ordnung bei dir, oder? Kannst du die Tür vielleicht mal in Ruhe lassen? Das wäre ja super. Pass mal auf, Tobi, schau mal her. Ich habe mir noch Folgendes überlegt. Ich habe mir überlegt, Tobi, komm mal ganz kurz mit. Pass mal auf. Wir haben ja hier vorne diesen Freizeitbereich, ja? Was hältst du davon, wenn wir vielleicht hingehen und hier irgendwo noch einen kleinen Pool oder sowas hinbauen? Ich meine, schau mal hier, wir hätten ja theoretisch hier, ich meine, ich habe eine ziemlich starke Spitzhacke, hätten eventuell hier hinten noch ein bisschen Platz, dass wir quasi einen kleinen Skypool machen. Das heißt, wenn wir die Mauer ein bisschen da draußen verlegen, könnten die quasi so einen kleinen Pool haben, dass sie sich ein bisschen wenigstens da draußen abkühlen können und so ein Blödsinn. Ich weiß halt nicht, ob das zu nett ist, keine Ahnung, das musst du jetzt entscheiden. Was hältst du von dieser Idee? Also, ja, ist schon nett, aber ich meine, wir sind da ein Gefängnis, das hier... Also meinst du, das ist zu viel, oder wie? So, ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, also kein, aber überleg mal, das Problem ist halt bei so Leuten... Nochmal Leute, wir werden auf jeden Fall früher oder später Petra und seine Bagage festnehmen können, das ist gar kein Problem. Aber ich überlege halt gerade, wenn wir jetzt halt nur die ganzen Trainingssachen haben, ich weiß halt nicht, ob die nicht irgendwann schnell langweilig wird und ob die auf dumme Ideen kommen. Das ist halt die einzige Sorge, die ich mir mache, weißt du? Ich weiß nicht, wenn wir solche Leute wie Petra, wenn wir denen sowas bieten wollen, ich meine, klar, wir können es machen. Ja, auf der anderen Seite aber hast du irgendwie halt recht, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen zu krass kommt. Wir wollten nämlich heute hingehen, Leute, und uns unten nochmal ein wenig umschauen. Komm mal mit ganz kurz zu mir, wir gehen nämlich mal ganz kurz, hier runter. Hier unten ist noch so viel Platz, das heißt, wir haben hier unten noch richtig fett die Möglichkeit, was hinzubauen, Tobi. Und ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst. Also das müssen wir jetzt gemeinsam entscheiden. Wir haben ja unten ja quasi schon dieses Himmelstor, diese Hinrichtung so. Bist du der Meinung, dass das ausreicht als Abschreckung? Oder sollen wir vielleicht hier noch so einen kleinen, nun ja, wie soll ich sagen, krassen Verhör? Oh mein Gott, hier sind überall... Alter, Alter, verreck mal, mein Freund, was geht da mit dir ab? Lass uns hier unten noch vielleicht so einen Verhörraum oder sowas hinmachen. Weißt du, was ich meine? Also halt irgendwie einen Raum, wo wir die Möglichkeit haben, Leute gut auseinanderzunehmen, wenn du verstehst. Also halt mit eventuellen... Ja, verstehe ich. Mitteln, die nicht ganz dem Ganzen entsprechen. Also du verstehst schon, was ich meine, glaube ich, oder? Also halt etwas, was eventuell mit Schmerzen dazu führt, dass Leute Geständnisse abgeben. Ich weiß, das ist vielleicht ziemlich hart, Leute, aber letztendlich, wir reden hier über Petra und seine kriminelle Bagage. Deshalb ist das, glaube ich, hier auf jeden Fall echt angebracht. Pass mal auf, weil ich muss ja einmal ganz kurz hier... Bam, Junge, guck dir diese Waffe an, Tobi, ich liebe sie, dass du das Ding entwickelt hast, Alter. Wir müssen hier, lass mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier anfangen zu bauen, Tobi, gib mal ganz kurz die Fackeln her. Wir sollten hier auf jeden Fall schon mal die Fackeln hinmachen, du hast noch sicherlich welche dabei. Und ich schmeiß mal ganz kurz den Müll hier bei mir raus, den ich hier noch habe. Alter, ich brauch keinen Stuhl, ich brauch das nicht, Die ganzen Manticore müssen wir auch noch irgendwie, bitte schön, hier sind an die, Fackeln. An die Wachtürme setzen, damit die auf jeden Fall da sich schon mal ein wenig einleben können. Geh du mal hin und helf mir mal bitte, dass wir auf jeden Fall über die Fackeln verteilen. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz mit dir zur Sicherheitszelle, denn da habe ich auch noch eine ziemlich krasse Idee gehabt. Denn, Tobi, mir ist eine kleine Sicherheitslücke bei der Zelle aufgefallen, und zwar die Tür. Was hältst du davon, wenn wir es eventuell sogar hinbekämen? Also in der Theorie, ja, weil ich weiß, dass es irgendwie möglich ist, eine Bedrock-Tür gießen zu lassen. Hältst du das für eine vernünftige Idee? Weil wir haben halt im Moment nur eine doppelt verzagte Eisentür. Klar hält die einiges aus, aber wenn wir ehrlich sind, Tobi, ist das, glaube ich, für Leute wie Petrin und sowas nicht allzu schwer, da rauszukommen. Ich meine, die sind es irgendwo gewöhnt. Ich meine, wie oft haben die schon irgendwo eingesessen? Weißt du, was ich meine? Deshalb ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, da mal hinzugehen und dann nachzubessern. Also ist eine gute Idee. Ja, pass mal auf. Geh doch schon mal hin. Lass uns schon mal anfangen mit der Bedrock-Tür. Wir können ja schon mal überlegen, dass du die schon mal eventuell pixelst. Pass mal auf. Komm mal ganz kurz mit hier, mein Freund. Wir gehen mal ganz darüber. Oh mein Gott, was? Hä? Was war das? Hier ist ein Creeper oder irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwas. Hä? Bitte? Ah, ja. Ich war. Alles klar. Okay, pass mal auf. Komm mal mit. Hä, wo kommt das her? LOL! Was zum. Hey. Hä? Was? Das ist Patrick! Das ist Patrick! Hinterher! Patrick, Mann! Patrick! Bleib stehen! Sei ruhig! Was? Patrick? Hör auf! Bleib stehen! Oder schieße! Bleib stehen! Bleib sofort stehen! Oh, guck mal, Patrick! Nein! Guck mal, das Ding ist nicht schlecht, oder? Sei ruhig! Was baust du hier? Waffen ablegen! Tobi, nimm ihn fest! Bleib stehen! Festnehmen, Patrick! Waffen ablegen, sofort! Was machst du hier? Leg die Waffe und die Rüstung ab! Her damit! Nein! Ich kann die Rüstung nicht ablegen. Mit der Rüstung, oder schieße nochmal, du bist tot. Ich weiß, dass das Ding dich gleich tötet. Her mit der Rüstung. Her mit der Rüstung, Patrick. Her mit der Rüstung, verdammt. Aber ich will meine Schuhe wenigstens behalten, okay? Patrick, willst du gepeitscht werden? Ja, ich will meine Schuhe wenigstens behalten. Weil her damit jetzt. Los, komm, los. Komplette Rüstung her. Was hast du da für einen Kittel an, Alter? Was ist denn mit dir? So, Tobi? Ja? Wie auch immer du hier hingekommen bist, Patrick. Links, hier um die Ecke. Um die Ecke. Komm, hier. Um die Ecke, Mann, los. Lass mich raus, Mann. Komm her. Um die Ecke. Um die Ecke. Geh rein. Links. Nein, ich geh da nicht rein. Weiter, Mann. Patrick, weiter, sofort. Patrick, glaub mir. Ja, ich geh ja schon. Das weint.
Das war ein Fehler von dir. Das war ein Fehler von dir, dass du hier aufgetaucht bist. Das, Patrick, was du hier baust, ist ein Fehler. Meine Leute. Mach die Tür hier auf, Patrick. Mach die Tür hier auf. Mach die Tür hier auf. Nö. Nein. Mach die. Patrick, mach die Tür auf. Weiter, los. Denkst weiter. Ja, weiter, wenn Mann. Meinst, wenn du meinst, weiter. Kannst du damit besiegen. Ja, ich geh ja schon. Patrick, weiter schon. Jetzt. So, rein ja. Da. Rein. Ja. Ja. Rein in die Zelle, verdammt nochmal. Rein. Ich geh ja schon. So, Patrick. Herzlich willkommen in Alcatraz, unserem Hochsicherheitsgefängnis. Was ist das für ein Name? Patrick, warum bist du so unglaublich dumm und kommst hier hin? Sag mir warum. Sag mir, wieso du, gerade du, in ein Gefängnis einbrichst. Hör mir zu. Der von euch hat Informationen gedroppt und wollte mir das alles angucken. Ja, Patrick, denkst das du hast wirklich, nicht du nicht ziemlich clever gemacht. Denkst du wirklich, nur weil du mich jetzt hier eingesperrt hast, dass du die dunkle Bruderschaft irgendwie hier vernichten kannst? Patrick, oder so? Das ist die sicherste Zelle in der ganzen verdammten Welt. Auf der ganzen verdammten Welt. Dieses glaub Ding ich ist nicht. Unausbrechbar, Patrick. Schau dir das an. Bedrock, Wände, Obsidian, Gitterstäbe, doppelt verzagte Eisentür. Da kommst du nicht raus, Patrick. Da kommst du nicht raus. Rewe, und ich glaube, ich habe mehr Kontakte als du. Rewe. Ja. Patrick, das ist lächerlich. Egal, wie viel Dynamit oder sonst was du dabei hast, Patrick. Du kommst da niemals raus. Tobi, hier, nimm seine Rüstung. Guck mal, wie er es versucht. Schau dir das an, Patrick. Ja, okay, mit dem Dynamit geht das nicht. Du musst nicht mal mit dem Dynamit. Aber meine Leute sind draußen, das hast du vergessen. Meine Leute sind draußen. Patrick, pass mal auf. Du weißt gar nicht, was du dich anlegst. Hör mir zu, Patrick. Du weißt gar nicht, womit du dich anlegst, mein Freund. Jetzt, wo wir dich haben, Patrick, werden wir erstmal unsere Sicherheitskräfte. Tobi, er denkt, wir wären nur zu zweit. Was? Er denkt, wir wären zu zweit, dieser Idiot. Patrick, hör mir zu, pass auf. Patrick, wir werden jetzt gemeinsam hingehen und dich ausfragen. Und wenn du nicht antwortest, Patrick, wird das ein ziemlich schmerzhaftes Prozedere für dich werden. Ist das klar? Außerdem, Patrick, hör mir zu. Wir sind nicht alleine, Patrick. Wir haben noch eine Menge Wachleute hier. Und ich würde sagen, Tobi, geh doch mal ganz kurz rüber ins Verwaltungszentrum und ruf die ganzen neuen Wachen her. Okay, damit wir auf jeden Fall jetzt schon mal Bescheid wissen, dass wir hier den ersten Gefangenen haben bei uns in Alcatraz. Was für Wachen? So, Patrick, und wir beide unterhalten uns jetzt erstmal, mein Freund. So, Patrick, pass mal auf. Siehst du das hier in meiner Hand? Ja, was ist das? Das hier ist eine Peitsche. Und diese Peitsche wird ab sofort ein neuer Herrscher sein, Patrick. Wenn du irgendwas machst, was mir nicht gefällt, Patrick, gibt's einen Schlag mit der Peitsche. Patrick, schau dich um. Wir werden jetzt über Nacht. Patrick, pass mal auf. Du hast zwei Optionen, ja? Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum du hier bist, Patrick. Und das war das Dümmste, was du jemals hättest machen können, hier hinzukommen. Du, mein Freund, wirst eine lange Zeit einsitzen, bis wir den Gerichtsprozess haben, das Gerichtsgebäude gebaut ist. Und dann wirst du hingerichtet, Patrick. Ein für alle Male mit deiner Bruderschaft. Erzähl mir jetzt zuerst. Ja, denkst Patrick, du. Patrick. Tobi, mach mal ganz kurz die Tür auf. Ich glaube, ich werde die mal ganz kurz. Was soll ich erzählen? Was willst du wissen? Mach mal die Tür auf, Tobi. Hier, die Tür. Mach mal auf. Doch, jetzt hör so, Patrick, pass mal auf. Diese Peitsche hier. Aber ein bisschen Respekt vor mir. Ist jetzt ein. Halt den Mund, Patrick! Ich bin Anführer halt der dunklen Bruderschaft. Wenn ich mit dir fertig bin, Patrick, bist du dieser Knochen. Du bist nicht mehr. Du bist der Anführer der dunklen Bruderschaft. Ich bin so ein Weichei. Halt den Mund, Patrick, oder willst du meine Waffe spüren, hä? Willst du das? Ja, okay, ich bin ja ruhig, jetzt entspann dich. Sehr schön. Patrick, hör mir zu, pass mal auf. Guck mal hier, Essen und sowas für dich gibt's die Tage erstmal nicht. Es gibt nichts zu essen was? Für dich erstmal, mein Gib Freund. Mir was zu du essen. Du bist erstmal, halt den Mund, Patrick, habe ich gesagt. Das kriegst du mit der Peitsche, ist das klar? So, mein Freund, also hör mir zu, Patrick. Ja, okay. Du kannst das ganze Essen, was du noch hast, schon behalten. Ist mir echt total egal. Patrick, pass mal auf. Egal, was du hast, sollst du eine Spitzhacke oder sowas haben. Du kommst hier nicht raus, okay? Nummer 1, du kommst hier nicht raus. Nummer 2, der einzige Weg, hier halbwegs anständig rauszukommen, ist, wenn du mit uns kooperierst, Patrick. Was sind diese Pflanzen bei euch im Keller und was habt ihr damit vor? Was habt ihr damit vor, hä? Erzähl, los! Welche Pflanzen? Ja, die Pflanzen bei Mo im Keller. Ich weiß ganz genau, dass Mo ein Teil von euch ist. Los, gib's zu! Gib's zu, damit wir ihn dran kriegen. Gartenarbeit macht, weiß ich nicht. Nein! Patrick, ich habe über seine Banner, ich habe über eure Banner gesehen bei ihm im Keller. Ja, schön, vielleicht ist da ein keine Ahnung, Alter. Vielleicht mag er uns einfach, aber der gehört nicht zur Bruderschaft. Aha. Und was ist mit diesem Typ mit dem rosa Gesicht? Ich erinnere mich an alles, Patrick. Auch wenn ihr denkt, ich wüsste nichts mehr. Ja, was mit Sag dem, mir, wo euer Hauptquartier ist, Patrick, und du wirst freigelassen. Nicht. Nein. Patrick? Dass diese Forderung wird niemals. Sagt mir, wo euer Hauptquartier und der Rest eurer Leute ist. Los! Weißt du, was gerade passiert in dem Moment, Revi? Das Hauptquartier wird erweitert. Es wird einfach vernetzt unter der Stadt. Patrick, wir haben eure geheimen Tunnel bereits gefunden unter meinem Haus. Also halt den Mund. Dieser Bluff zieht bei mir nicht, Revi. Tobi, wo sind die Tunnel unter meinem Haus und bei dir, richtig? Ja, deswegen sehen wir auch hier im Moment. Patrick, wir haben alles. Ja, wahrscheinlich. Die Tunnel gehören uns nicht. Wir wissen alles über euch. Die ganze Stadt ist gegen euch. Warte ruhig ab. Warte ab, bis die anderen hier sind, Patrick. Dein Gerichtsprozess wird kurz. Was sollen die anderen machen? Gehen. Das sind alles Patrick, du wirst direkt hingerichtet werden. Es wird vorbeigehen für dich. Patrick. Bei der Hinrichtung wirst du einen Schuss in den Kopf bekommen von meinen Eltern.
Patrick, hör mir zu. Patrick, hör mir zu. Das Schöne ist, bei dieser Hinrichtung werden deine Mitglieder genauso neben dir stehen und mit dir hingerichtet werden, Patrick. Auf jeden Fall. Ihr werdet alle den Bach runtergehen. Ihr werdet halt den Mund, Patrick. Sag mir, wo das Hauptquartier ist, oder wir werden es ein bisschen härteren Sachen rausholen. Los, sag mir! Nein, werde ich nicht sagen. Patrick, ich nicht sagen! Sprich mit mir, verdammt nochmal! Ich verrate Patrick. Nicht meine Leute! Patrick! Sprich verdammt nochmal! Ich werde es nicht sagen! Okay, pass auf, wenn du es so haben möchtest, Patrick, bitteschön. Tobi? Was? Bereite das Verhörzimmer vor. Patrick, was? wir sehen uns morgen wieder, mein Freund. Das wird eine sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit für dich. Ihr habt keinen Anstand. Ihr habt keinen Anstand. Patrick, freu dich schon mal auf den elektrischen Stuhl, Patrick. Halt den Mund. Los, komm, Tobi. Wir sehen uns morgen, du verdammter Versager. Bis morgen. Los, komm, Tobi. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Patrick festgesetzt. Wir werden ihn morgen zu Tode foltern, bis er dann endlich gestehen wird, dass Moder Teil der dunklen Bruderschaft ist und wir herausfinden, wo sich das verdammte Hauptquartier befindet, damit wir ihn dann endlich drankriegen können. Damit wir sie alle drankriegen können, Leute. Das war's von dieser schönen Folge von Minecraft Empire. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Tobi bei Patrick vorbei. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.